Ja, und hallo, zurück bei Saints Row 4. Und ja, letztes Mal, weiß ich nicht, haben wir nicht hier gestartet, aber was wir machen wollten, wir wollten diese Aufträge hier machen, wo man sich mit Kinsey und mit Keith auf dem Schiff treffen soll. Und deswegen bin ich schon mal bis vor das Portal gegangen. Ich starte jetzt hier die Folge, weil ich meine, ich hätte auch einfach durchs Portal durchgehen können, der durch dem Schiff. Aber das können wir ja auch eben hier machen. So. Ach ja, es ist ja eine andere Frisur. Wir waren ja beim Friseur. Lustigerweise, wir haben das ja in der Matrix, haben wir ja die Frisur geändert. Und deswegen hat sich hier außerhalb auch unsere Frisur geändert. Was irgendwie nicht, eigentlich nicht ganz sein kann. Aber naja, gut. Wo haben wir denn Keith? Keith? Mit Keith sprechen? Stand der nicht hier oben irgendwo rum? Kinsey ist da unten. Ja, ist hier immer noch. I need a stable environment to work from inside the simulation. There's several things you can do around Brixton, so I can set it up. Also, I should be able to create an upgrade to your blast with this. Sure, why not? Okay, war das jetzt schon der Auftrag? Dass wir mit Kinsey sprechen sollen? Ja, okay, anscheinend ja. Gut, da müssen wir jetzt nur noch. Könnte der denn sein? Achso, nur noch Keith suchen. Wäre hier. Schöner Hai. Keith. Kriegen wir das vielleicht irgendwie auf der Map hier? Haben wir hier eine Map? Nee, haben wir nicht. Dass er uns vielleicht irgendwo angezeigt kriegen könnte? Das Schiff doch nicht. Irgendwo muss er doch sein. Hier hinten. Hm. Aber hier oben noch nicht. Wo ist denn Keith? Ich meine, ich finde es sehr cool, dass sie nicht immer an der gleichen Stelle stehen. Oder dass Kinsey sich gerade auch so bewegt hat, dass sie sich so halt hingestellt hat quasi. Aber irgendwie. Ah! Okay, so kann man das anzeigen lassen. Ah, der ist doch hier vorne, habe ich ja nicht gesehen. Das ist ja. Das ist peinlich. We've all had enough of Zinyak shit. Do this, and you can set your own terms in this fight. I need every advantage I can get. Alles klar. Damit haben wir die Quest abgeschlossen, die wir in der letzten Folge noch hatten. Genau, Aufgabe abgeschlossen. Wir kriegen jetzt eine neue Aufgabe. Ja, da müssen wir wieder ganz viele Nebenquestionen machen. Auch mal die Hauptmission weitermachen. Ja, wir gehen auf jeden Fall erstmal wieder in die Simulation. Wie Kinsey sie gerade so schön nannte. Simulation betreten. Und natürlich hier wieder rein. Ich würde mal sagen, ich habe mal zwei Nebenmissionen gemacht in der letzten Folge. Ja, das dauert wieder so lange. So, baut es wieder auf. Dann können wir jetzt ja eigentlich mal die Hauptmission machen.
to find and rescue your friends. He will meet me at my rift. Goodbye. That was odd. No kidding. Does this guy really think we would just trust some random ghost in the machine? Well, if he can help, it'd be worth it, right? Besides, what's the worst that can happen? I die. You die. We all die. Any combination that involves death at all, really. Ja, das ist natürlich das Schlimmste, dass alle sterben, das ist wahr. Dann passt mich einfach gar nichts mehr. Aber ja, bin mal gespannt, was das jetzt ist. Klang schon interessant. Ein Roboter. Vielleicht kriegen wir ja noch jemanden für unsere Crew auf dem Schiff, was natürlich auch mal ganz cool wäre. Noch was? Das ist wieder hier hinten. Yeah! So. Möchte irgendwas Gutes? Da unten. Gibt nicht zum Spalt. Sieht hier interessant aus. Okay. Seht ihr diese riesengroßen Augen? Was ist das? You will need to leap from platform to platform. By changing the red platforms to blue, the power connection to this simulation will remain open. The closer you land to the center, the stronger the connection. Okay. Also wieder so eine Sprungmission. I stood up to your rift, so start explaining how you'll get me to my friends. I know how to navigate the Zin systems and travel between them. If you can find the right simulation, I can open a gateway between that one and yours. Oh, I know you aren't just one of Zinyak's goons fucking with me. Because I have no love for the Zin, as I was once their prisoner too. I have been stuck inside the Zin simulations, creating rifts, which cause chaos for Zinyak. Though the Zin inevitably shut them down. Then why am I here doing this? Your help ensures I am able to keep them open permanently. A benefit to us both. So why don't you do this yourself? Where are you anyway? My body has long since died. I implanted my consciousness into the main simulation computer many years ago. Well, then how can you open these gateways for me? I cannot. That is, not unless you find me a physical, mobile form I can download my memory matrix into first. So I find you a body and I'm supposed to just trust that you'll help me? Unlike humans, I keep my word and pay my debts. Besides, you know you need me. Finished your rift. Your access code is 1331. Use it when you find me a suitable form. Okay. Klang ja mal ganz interessant. Also wir sollen jemanden. Also einen Roboter rekrutieren quasi. Kriegen wir eine weitere Nebenaufgabe, wie es aussieht. Spaltrennen. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr merkwürdig aus, was hier an diesem Schalt passiert. Zieldurchbruch. Gibt doch bestimmt noch weiter bei dieser Aufgabe. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Brandheiß. Na also, machen wir das doch. Wieder am ganz anderen Ende. I want to make sure you are paid for your aid in keeping my rift open and to ensure you see that I am willing to help your cause. Paid how? I have found new code which allows you to change the element of one of your powers. You have a place I can test this? Indeed I do. Alright! Superpower oder irgendwas in der Art jedenfalls. Das gefällt mir doch ganz gut, muss ich sagen. Dieser Roboter klingt auch sehr interessant. Also ich bin gespannt, was das für einer ist und was wir jetzt machen können. Jetzt müssen wir da
allerdings erstmal hier wieder relativ weit laufen durch die ganze Simulation. Können aber wieder Datensammlungen sammeln. Datensammlungen, Datensammlungen. Meter. Das Hausdach. Da müssen wir sein. Oh. Ich renn mal eben hoch. Muss mich da hinten hin und nicht hier unten zum Unruheherd. Allerdings den Unruheherd, muss ich sagen, finde ich auch ganz interessant. Können wir auf dem Weg mal eben machen. Ich wollte hier aufs Dach. Wait, was that it? So, haben wir nämlich schon die Hälfte, ja, über die Hälfte der Leute ausgeschaltet. Die anderen. Aber es bringt ja nichts. Hey, Junge. Hey. Haben wir mal eben Unruhe gelöscht. Ich dachte, es wäre schon hier, aber wir müssen gehen. Hier. The Broken Schilliger. Okay. Bin mal gespannt. In order to use this element, you will need to manually alter your power. Manually? Yes. I have created this tutorial message to explain how to do so. Oh, well, that's handy. Okay. Now use your fire blast on those people. It will ignite anyone in the blast radius. War's over. You already lost. Good to be the president. This would be cool. Great at a barbecue. Und wieder alle tot. Gefällt mir. Oh, die sind wir hin. Ach, da auch noch. Scheint ja sehr einfach zu sein. Oh. Ja, wir kriegen die aus Autos auch da raus, wie es aussieht. Nicht nice. More element types exist in this simulation for various powers. If you are able to find or create the code, that is. Thanks for the help. It is not help. Only repaying my debt. Now I will let you continue on your quest to find me the body you promised. Okay, also Körper finden. Jetzt Feuer als Element, das ist sehr geil, ne? Und wir müssen das auch mal häufiger einsetzen. Das ist mir schnell F1, also müssten wir mal häufiger einsetzen. Das ist echt eine Superkraft, die mir wahrscheinlich in vielen Situationen helfen könnte. Was hab ich denn jetzt? Feuer, okay. Okay, die Aufgabe haben wir auch abgeschlossen. Komplett. Sprecher. Und neue Aufgabe. Hilft der KI, diese Mission zu betreten. Ja, da haben wir die Hauptmission gemacht. In dieser Folge.
Und ich denke mal, ein bisschen Zeit haben wir noch, aber jetzt nicht so viel Zeit. Mal eben hier Kräfte, da können wir noch Upgrades. Lädt sich schneller wieder auf. Wenn wir den jetzt häufiger einsetzen, was ich vorhab, dann bringt das auf jeden Fall was. So, Aufträge. Ja, was haben wir denn hier in der Nähe noch für einen Auftrag? Nur von der... Wo wir mal hin können. Wo sind wir denn? Da sind wir. Das ist aber ein großer Bereich hier. Wir könnten noch ein Friendly Fire übernehmen, da könnte ich mir mal... Ja, das könnten wir mal machen. Das finde ich eigentlich eine gute Idee. Dann wollte ich mir mal die neuen Waffen angucken, die wir so haben. So, hier ist der Friendly Fire. Nee. Da ist der Friendly Fire. Jetzt ist ja wieder so eine kleine... Hecken... Geschafft. Muss ich mal kurz überlegen, wie das so ging. Ja, dann öffnen wir mal die Tür und kaufen mal ein, würde ich mal sagen. So, Waffen kaufen, verbessern. Was nehmen, können wir hier nehmen? Ja, das ist eigentlich der, meiner Meinung nach, der beste davon. Die sind auf jeden Fall auch mega geil, die müssen wir auch mal verbessern. Können wir gleich mal machen. Alien MP. Ja, ja. Schnellfeuer MP. Mal nehmen wir die mal. Magazingröße mal größer. Blitzschüsse. Nicht gut Geld, schade. Shotgun. Wumpskanone. Halbautomatische Schrotflinte. Nice. Das müssen wir gleich mal bei den anderen Waffen auch machen. Hier sowas Amerikanisches. Ja. Können wir die auch anpassen noch? Anpassen. Ja, so goldete ist doch schon mal geil. Die sehen echt nice aus. Also wusste ich ja gar nicht, dass man das hier auch noch machen kann. Aber ich fand eigentlich die hier am besten. So. Schaden. Ja, Schaden machen wir nochmal. Komm. Gib ihm. So, Gewehre. Feuerspuss. Das sieht doch nice aus. Kann ich es auch anpassen? Das gefällt mir. Wir nehmen die hier. Auch nochmal ein bisschen mehr Magazin. Oh, nicht mehr so viel Geld. Ja. Na gut. Was haben wir hier? Panzerfaust. Habe ich nicht genug Geld für. Den hier. Kann man den trotzdem anpassen? Ja. Nice. Dubstep kann man anpassen. Dubstep, hier haben wir die. Ja, gefällt mir. Mission. Immer bei allen voll. Ja, verlassen. Übernehmen. Wie geil. Man kann die Waffen anpassen. Das gefällt mir sehr gut. Dubstep-Kanone. Mal eben gucken hier, was ist das jetzt? Wuhu! Die sieht ja geil aus. Ich habe richtig Spaß an den Waffen, muss ich sagen. Jetzt macht das noch, wird's mir noch mehr Spaß machen. Ja, das war doch, hat sich doch gelohnt, hier nochmal kurz reinzugucken. Dann, weiß ich nicht, machen wir in der nächsten Folge mit einer Nebenmission weiter. Ich gehe da mal oben auf das Ding hier drauf. Das ist doch ein schönes Ende für die Folge. Geh da oben drauf. Danke. So,
hier mit da ganz vielen Horror, Honor, Zinyak, Do Not Oppose. Oh Gott. Also die ganzen Zinyak-Scheiß hier. Professor Genki, genau so hieß die Katze. Professor Genki. Also mit der ganzen Zinyak-Werbung hier machen wir mal dann mal Schluss für heute. Und oh Gott, ist da alles Zinyak hier. Alles Zinyak. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter mit einer Nebenmission. Und da habe ich gerade Rusty Needle gesehen. Ich glaube, wir sollten auch mal Tattoos machen lassen. Das können wir aber alles in der nächsten Folge machen. Bis dahin. Auf Wiedersehen.